Jeder EU-Bürger hat seit dem 1. April 2012 die Möglichkeit, mit seiner Unterschrift die Politik der EU mitzubestimmen. Er kann die Tagesordnung, die Agenda damit verändern, neue Punkte auf die Tagesordnung setzen, indem er beispielsweise eine Gesetzgebung im Bereich des Umweltrechts oder im Bereich des Energierechts verlangt. Dafür muss er mit anderen Bürgern mindestens 1 Million Unterschriften sammeln. Das ist aber angesichts der 500 Millionen Bürger doch gar nicht so viel. Und er muss es auch schaffen, dass sich dafür Bürger in mindestens 7 anderen Mitgliedstaaten interessieren. Schafft er das? Ist die Kommission verpflichtet, darüber ernsthaft nachzudenken und in Erwägung zu ziehen, tatsächlich so einen Rechtsakt vorzuschlagen und dann zu erlassen?